Okay, also was natürlich wichtig ist, wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, also da will ich hin, dann ist die Frage, wie komme ich hin und wo wohnt man da überhaupt? Wie habt ihr denn das gemacht, die beiden Sachen? Erstmal den Weg dahin? Also wir persönlich, wir sind mit dem Auto runtergefahren und haben dann raus einen kleinen Roadtrip gemacht. Wir haben unsere Fahrräder mitgenommen, hatten unseren ersten Stopp dann in der französischen Schweiz, in Châtel. Und dann sind wir noch für 2 Tage nach Andorra, sind da auch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Und in Summe waren wir dann, glaube ich, fast 18 Stunden unterwegs mit dem Auto. Also es ist kein Zuckerschlecken, sage ich mal, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau, sind in Summe 1500 Kilometer, soweit ich mich entsinnen kann. Der einfachste Weg ist, glaube ich, natürlich mit dem Flugzeug, ist natürlich auch möglich. Da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, was nehme ich mit, was nicht. Man hat ja nicht unbegrenzt Gepäck zur Verfügung. Aber auch das haben einige gemacht und das ist auch gut möglich. Wir haben sogar noch erfahren, dass ein Student mit dem Fahrrad runtergefahren ist. Geht natürlich auch. Hat aber, glaube ich, nach 2-3 Wochen gedauert. Also von dem her muss man sich gut überlegen. Aber der Roadtrip ist eine absolute Empfehlung. Wenn man schon da runterfährt, einen Stopp in Frankreich oder ja, sonst wo an der Küste, lohnt sich da, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, dadurch, dass wir ja auch im Wintersemester waren, hast du auch noch einen schönen September, einen schönen Oktober. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es waren auch einige Leute surfen zum Beispiel in Frankreich. Also es waren am Endeffekt schon auch mehr als gedacht mit dem Auto unten. Aber wie gesagt, natürlich fliegen, kommst du natürlich auch günstig nach Barcelona und du kannst in Barcelona dann auch den Schnellzug nehmen. Und normalerweise sind die Züge wirklich in Spanien sehr pünktlich und sehr schnell und auch wirklich günstig. Super Stichwort. Also ich habe noch das Projekt vor, hoffe dieses Jahr oder nächstes Jahr mal mit dem Zug runterzufahren. Saragossa liegt an der Schnellfahrstrecke Madrid-Barcelona. Ich sage immer, also es stimmt überhaupt nicht, dass deutsche Züge unpünktlich sind. Man muss halt nur in Spanien damit fahren. Ja? Das ist nämlich ein ICE eigentlich, der düst da immer schön zwischen Barcelona und Madrid hin und her mit 300 Sachen. Und das geht richtig gut und wirklich ganz pünktlich. Ja. Und fürs vergleichsweise kleine Geld. Ja, absolut richtig. Man hat dann natürlich auch noch die Option, wenn man vielleicht mal nachts irgendwie nach Barcelona, einen Flughafen oder nach Madrid möchte, da gibt es dann auch Verbindungen mit dem Bus. Auch relativ kostengünstig ist man zwischen 4-4,5 Stunden unterwegs.